Miau. Miau. Nein, nein, nein. Hm? Dr. McStuffin, hören Sie das? Ja, ich höre ein kleines Mädchen weinen. Ich schaue mir das schnell an. Ach du Schreck, was ist denn mit dir passiert? Hör auf zu weinen, komm, ich nehme dich mit zu meiner Praxis. Komm, setz dich hin und ich schaue mir an, ob dir irgendwas passiert ist. Wo tut's denn weh? Ich sehe. Das schaue ich mir mal genauer an. Keine Sorge, ich tue dir nicht weh. Oh, ich sehe, du hast dich geschnitten. Aber keine Sorge, du brauchst keine Stiche. Wir machen die Wunde jetzt erstmal sauber. So, jetzt ist deine Wunde desinfiziert, damit sie sich ja nicht infiziert. Hier, Dr. Auer, hier habe ich die Salbe. Danke, Dr. McStuffins. Au, au, au! Keine Sorge, mit dieser Salbe wird deine Wunde ganz schnell heilen. Ich verspreche es dir. So, der Verband ist jetzt auch rum. Tut es dir nicht weh? Nein. Super. Komm in 2-3 Tagen einfach nochmal vorbei. Dann wechsle ich deinen Verband. Danke. Leonardo, was ist los? Oh, Pizza. Oh. Hey, ihr beiden, was ist denn passiert? Mein Bauch tut weh. Au. Magenschmerzen? Das hat bestimmt mit der Pizza zu tun. Mal gucken. Oh, Schreck. Wo habt ihr denn diese Pizza her? Wir haben die vor unserer Haustür gefunden. Die Pizza ist total schlecht. Ich gebe euch jetzt Vitamine. Vielleicht geht's euch dann besser. Oh, das sind nicht die richtigen. Mal gucken. Ah, hier. Die werden euch helfen. So, du als erstes. Leonardo, jetzt du. Oh, ich fühle mich schon etwas besser. Oh, das freut mich. Hier, ich gebe euch diese Vitamine mit. Nur vorsichtshalber. Danke, Dr. Auer. Tschüss, ihr beiden. Oh. Ben 10, was ist denn los? Ich höre mir das genauer an. Irgendwas hört sich da komisch an. Mach mal deinen Mund ganz weit auf. Oh, das ist alles ganz schön entzündet. Ja, ich habe gestern zu viel Eis gegessen. Ich habe einen speziellen Hustensaft für dich. Den Hustensaft kannst du mitnehmen und in 2 Tagen kommst du noch mal vorbei. Danke, Dr. Auer. Dr. McStuffin, schreib bitte die verschiedenen Mikrobien auf, die ich gefunden habe. Okay. Ah, ah, ah. Hallo, Om Nom. Was ist denn mit dir passiert?
Oh, das sieht dir gar nicht gut aus. Muss ich mir mal genauer anschauen. Mach den Mund ganz weit auf. Mal gucken. Oh, ich habe eine Karies gefunden. Leider muss ich ein wenig bohren. Aber keine Sorge, das tut nicht weh. Nein, nein, nein. Keine Sorge, hab keine Angst. Das tut überhaupt nicht weh. Komm etwas näher. Ich bringe hier die Füllung für den Zahn. Dankeschön. So. Wir sind gleich fertig. Jetzt müssen wir es nur noch sichern. Super, so schnell. Tut's dir weh? Prima, siehst du? Das hat doch gar nicht wehgetan. Ich habe hier auch ein Bonbon für dich. Pass auf dich auf. Bis zum nächsten Mal. Venom, was ist denn mit dir los? Ich bin so hungrig. Was kann ich essen? Was kann ich bloß essen? Ich weiß, was du essen kannst. Eins, zwei, drei. Wir haben hier Ananas. Ein Apfel. Und einen Maiskolben. Ich mag kein Obst und Gemüse. Glaub mir, Venom, es wird dir helfen. Probier ein bisschen. Und, wie schmeckt's dir? Oh, super lecker. Ich will mehr. Und, wie fühlst du dich jetzt? Danke, Dr. Auer. Ich fühle mich viel besser. Ich werde jetzt mehr Obst und Gemüse essen. George, na los, hab dich nicht so. Ich will nicht, ich will nicht. Hey, bleib hier. Ich will nicht. Peppa, George, was macht ihr denn hier? George hat Schmerzen, aber er will nicht zu dir. Das stimmt ja gar nicht. Mir geht's nicht schlecht. Atschau. Atschau. George, das hört sich aber nicht gut an. Keine Sorge, hab keine Angst, es tut nicht weh. Es scheint alles okay zu sein. Ich messe erstmal deine Temperatur. Das kitzelt ja. Ja, deine Körpertemperatur ist etwas erhöht. Das ist bestimmt passiert, weil du im Regen gespielt hast. Es scheint so, als hättest du dir eine kleine Erkältung eingefangen. Es ist keine gute Idee, im Regen zu spielen. Oh, was ist das denn? Das sind meine speziellen Zutaten. Damit bereite ich dir jetzt einen speziellen Sirup zu. Irgendwas fehlt hier noch. Ah, ich weiß. Mein Geheimrezept. So, George, jetzt mach den Mund ganz groß auf. Das schmeckt ja gar nicht schlecht. Peppa, am besten trinkst du auch etwas davon. Nicht, dass du dich auch erkältet hast. Gute Idee. Das schmeckt ja lecker. Psst.
Hier, ich gebe euch das mit. Den Sirup müsst ihr einmal am Tag trinken. Super, danke, Dr. Auer. Ich werde sicherstellen, dass George es auch trinkt. Und zieht euch warm an, wenn es regnet. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr das Video heute geschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.